So, heute gibt es ein ganz spezielles Video und zwar gibt es die, <laughs> die neuen Mount Tickets, also diese neuen äh, Mystical Tickets oder Mythical Tickets. Ähm, es gibt drei Stück davon. Ähm, es gibt die Earth Flash Mount, es gibt die Lightning und die Frost Flash. Ähm, ich habe gedacht, äh, ich äh, nutze schon ein paar CBT hier. Äh, ich habe ein bisschen was aufgeladen und habe auch noch ein bisschen was in Game gekauft. Ähm, und wir probieren einfach mal 50 aus und am Ende des Ganzen mache ich eine schöne Excel-Tabelle und ich packe einfach mal alles rein, was ich bekommen habe. Wir rechnen die Chancen aus, wie hoch zumindest jetzt in diesem Versuch eben die Chancen sind, auf welches Item. Und ähm, vielleicht kann ich euch damit zumindest so eine Idee geben, wie sind so die Chancen, was kommt so raus, wie funktioniert alles und so. Und ähm, genau. Die ersten drei, die sind jetzt nicht Teil 50, deswegen machen wir das einfach mal äh, so auf. Ich will das Ganze dann eben äh, mit CBT machen und äh, einfach mal schauen, was da so rauskommt. Also ich glaube, es sind die gleichen Boxen und so, aber gut, okay, die sind halt untrailable, aber keine Ahnung. Wir probieren es auf alle Fälle extra aus. Achso, jetzt haben wir hier nochmal zwei Tickets bekommen, okay. Was ist das für eine, für eine Scroll? Revert Transmutation Scroll. Also sehen wir unten auf alle Fälle... Ähm, was rauskommen kann. Man kann eben aus einem Ticket auch zwei Tickets bekommen. Man kann auch einen äh, Mount bekommen, ähm, einen Collector für drei Tage, Superior Awake Scrolls, also im Prinzip einfach nur Sachen, die wirklich gut sind. Und keine 50 CBT oder äh, 50 äh, CWC, also 50 CW-Chip oder eine Awake Scroll oder sowas in der Art. Also wirklich nur Sachen, die halt wirklich was, was wert sind. Genau, finde ich persönlich ähm, eine ziemlich gute Erinnerung eigentlich. So, drei Tage AFK-Collector, sehr nice, brauche ich auf alle Fälle. So, machen wir noch eins auf. Das waren fünf Amplis, okay, das ist, das ist schön. Gefällt mir. Okay, ähm, ich würde sagen, ich packe jetzt mal hier am besten alles ins äh, Inventar rüber. Also alles, was rauskommen kann, packen wir auf alle Fälle mal weg. Äh, Die machen wir schnell auf hier. Okay, ich glaube, damit haben wir eigentlich nichts mehr, was da rauskommen kann, oder? Sekunde. Wir schauen mal kurz in den Shop rein. Okay, ich muss das erste Mal selbst schauen. Also, die Tickets gibt es hier ein äh, Flares. Ähm, hier gibt es eben die ganzen Sachen, äh, was, äh, also die ganzen Chanceboxen neuen. Hier gibt es auf alle Fälle mal die drei mit den Mounts. Äh, da gibt es die mit dem Keldor Cloak. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der Keldor Cloak ist nur ein Skin. Falls ich mich gerade richtig erinnere. Also ich glaube, das ist jetzt eben nicht dieser, <laughs> nicht dieser Umhang, der den Effekt bringt. Kann man dann ansonsten auch hier nochmal nachschauen. Also dann schauen wir mal die Skins. Ähm, und die Mounts sind natürlich Mounts. Das heißt, äh, die Mounts äh, sind aber noch nutzbar. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit den Mountboxen. Ähm, ich bin gerade überlegen, wie wir das Ganze am besten machen, damit wir das Ganze dann irgendwie anschaulich äh, in eine Excel-Local reinbringen. Wenn jetzt natürlich von jedem 10 oder so kauft, das ist natürlich relativ schwierig. Deswegen wir, wir starten es am besten einfach mit äh, einem Ding hier. Äh, mit einem Ticket. Ähm, wir fangen einfach den Frostingen an. Wir zählen mal auf alle Fälle mit. Und äh, genau. Das erste gibt es für 100 und das zweite gibt es jeweils für 80. Also, das man da nur zum Bedenken. Ähm, das erste ist teurer und ab dem zweiten dann eben wird es billiger. Also wird es einmalig billiger. Okay, so, wir starten mit Nummer 1. Es ist natürlich egal, wo man klickt. Äh, Im Prinzip weiß ich nicht genau. Wir machen einfach mal random hier. Reset und okay, interessant. Wenn man draufklickt. Ah ja, okay, dann muss man das Ganze nicht bestätigen. Okay, verständlich. So, Nummer 2 war das. Nummer 3. Reroll-Dice, schon mal sehr nice. Nummer 4. Einmal äh, Path-XP-Scroll, äh, auch nicht schlecht. Nummer 5, 300 davon. Nummer 6, nochmal 300. Nummer 7. Ja, die brauche ich glaube ich nicht wirklich. Aber macht nichts. Äh, Nummer 7, Nummer 8. Und da kann das Mount. 1, 2, 7. Wie war das? Neben 7. Ei oder so. Okay, das war jetzt das 8. Ei, ja, aber auch okay. Und Nummer 9. 3 ähm, Tage AfK-Collector. Sehr nice. Und dann machen wir Nummer 10. Und wir kriegen zwei weitere Tickets. Okay, gut. Kann man machen. Nicht so schlimm. Ähm, um, zahlen wir auf alle Fälle mit rein. Wenn ich äh, wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen extra zählen, oder muss ich mal schauen. So haben wir quasi Ticket Nummer 11, kam ein Statize raus. Also ich meine, es ist natürlich jetzt Teil äh, des Contents und äh, auch, also Teil des regulären, der regulären Items, deswegen müssen wir natürlich das Ganze auch mit reinrechnen. Und äh, zählt natürlich dann auch mit dazu, ist klar. Okay, das waren sozusagen erstmal die ersten 10 Boxen. Dann würde ich sagen, wir mal weiter mit dem Lightning Flash Mount. So, Nummer 1 Pet XP. Nummer 2 Pet XP. Kann ich mit leben. Nummer 3 AFK Collector, sehr nice. Nummer 4 Pet XP. <laughs> Besser als die reverse Scroll. Nummer 5 Amplees. Um, Not bad. Nummer 6. Kam schon wieder das Mount. Sehr geil. Also man sieht's. Äh, gar, nicht mal, gar nicht mal so niedrig die Chance. Nummer 7. Okay, das Ding wieder. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für manche richtig krass und so, aber für mich jetzt irgendwie nicht so direkt. Dann Nummer 8. Reroll Dice. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht verzählt, dass das, war, das natürlich richtig. Äh, man okay, könnte jetzt aktuell auch nirgendswo sehen, wie viel das wir schon durch haben. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt das Nummer 9 per TXP. Wie erwartet. Was war das Nummer 8 und Nummer 9? Hab, hab ich gesagt? Ich hab's vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kommt das erste, das letzte, Nummer 10. Und nochmal ein Mount. Okay. Interessanterweise, das Mount kam zweimal äh, mit der links. Sehr interessant. Okay. Dann machen wir weiter mit der Next und das ist das Earth-Mount. Äh, genau, so Nummer 1, Pet-XP, as expected. Nummer 2, eine Revert-Scroll, ups, müssen wir warten. <laughs> Nummer 3, eine Revert-Scroll, okay. Nummer 4, Ein zufälligen anarchy buff sehr geil muss ich sagen. 1, 2, 3, 4. Nummer 5. AFK Collector. Not bad. Ganz im Gegenteil. Ziemlich gut sogar. Ähm, Nummer 6. Wake Scrolls passt. Nummer 7. Nochmal Angel's Buff. Äh, anarchy Buffs. Ich verwechsel das immer, ich weiß. Ich bin. Ich bin da ganz schlimm in sowas. 4. <laughs> 4, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann machen wir Nummer 8, das wird mir vielleicht eine Strich Strichliste führen oder so, wobei ich glaube, dass diese Dinge hier gar nicht mal vielleicht sogar ein bisschen unterm Wert sind, denke ich mal, oder ich glaube 500 kosten wie viel, 40 oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, so Nummer 9 glaube ich war das, und Nummer 9 war hier schon mal auf allweil das Earth, äh, das Earth äh, Flash, also das Earth Mount und Nummer 10 waren nochmal diese äh, Skulls hier, nochmal kurz durchzählen, dass wir uns nicht verzählt haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Stück, okay. Damit sind wir jetzt 30 Boxen down. Beziehungsweise theoretisch 32 Boxen. Und jetzt kann man sich natürlich mal überlegen, ob wir noch was anderes kaufen. Ähm, diese Kilo boxen zum Beispiel. Ähm ich überlege gerade, was, was vielleicht ganz cool wäre. Was ist denn was ist denn cool? Nochmal ein Mount. Also jedes Mount haben wir jetzt mit 10 Boxen jeweils einmal bekommen, beziehungsweise 1 zweimal. Ähm, machen wir vielleicht mal weiter mit einem mit dem normalen oder nee, mit dem schwarzen, glaube ich, oder? Patch Black ist. ist Pitch Black ist geil. Glaube ich, einer der beliebtesten. Na, gar nicht mal. Bin ich mir eh, gar nicht mal sicher. So, wir starten mal rein mit äh, Mitte vielleicht. Nummer 1. Schaut schon mal geil aus auf dem Ding. Nummer 2. Ja, schön. Wobei Amplies theoretisch auch für 100 Wattpunkt aktuell äh, kaufbar sind. Nummer 3. Ich versuche jetzt für mich selbst so ein bisschen rauszufinden, was es die Nieten sind und was eben nicht. <laughs> Zwei äh, kostenlose Tickets zu bekommen. Das ist auf alle Fälle mal einer der Hauptgewinne, würde ich mal sagen, weil theoretisch sind die 160 CBT wert. Ähm ich muss mal schauen, dass ich hier nicht den Faden verliere. Zwei waren gerade kostenlos. Ähm, eins, zwei, drei, vier haben wir gekauft. Jetzt sind wir jetzt bei Nummer 5. Nummer 6. Schön. Keine Also keine echten Nieten zumindest. Das ist halt recht angenehm eigentlich. Step Dice, auch schön. Nummer 7 ähm, war das, glaube ich, jetzt war. Eine Reverse Call, okay. 7, 8, ne, jetzt kommt die Nummer 9 sogar schon, okay. Nummer 9. Und last but not least, Nummer 10. Mach mal Dinger, nochmal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau, das waren die ersten 10. Ähm, sollen wir versuchen, bis wir mal einen äh, Umhang kriegen? Ich würde sagen, machen wir vielleicht sogar, oder? Theoretisch haben wir jetzt 10 aufgemacht, also theoretisch haben wir jetzt 10 gekauft und 12 bekommen. Dann machen wir Nummer 11 auf. Wir haben nochmal zwei Freitickets zu bekommen. Schön. Anarchy-Buff. Not bad. Wahrscheinlich eines der besten Sachen, die passieren können. Das ist nicht direkt. So, dann sind wir jetzt bei Nummer 12. Gibt Amplis. Um, okay. Nummer 13. Anarchy-Buffs. Schön. Äh, nochmal, noch wie viel hab ich gesagt? Sekunde. Jetzt, jetzt, wird's, jetzt wird's unübersichtlich. Ich bräuchte, ich bräuchte echt eine Strichliste, glaube ich. Aber es ist irgendwie schwierig, nebenbei zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nummer 14. Nummer oh, 15 und damit sind wir etwa bei dem gleichen ähm, Punkt, wo ich äh, vor ein paar äh, Monaten war, also von dem CBT her. Ich habe immer so ein bisschen meine, meine Baseline, die ich jetzt eben nicht unterschreiten will. Und ähm, genau, ja, ich würde sagen, äh, ich bin zufrieden. Jetzt würde ich auf alle Fälle mal noch ausrechnen, wie viel das ist hier äh, rausgab. Wie gesagt, das sind der Umhang am jetzt nicht bekommen, aber das ist in Ordnung. Wie gesagt, wir haben jetzt natürlich ein bisschen. Also, zum einen haben wir ein bisschen äh, Pech gehabt mit manchen Sachen, aber damit auch, aber haben wir allerdings auch wieder relativ viel Glück gehabt. Also, die Mounts haben wir zum Beispiel relativ schnell bekommen. Wie gesagt, den Umhang haben wir jetzt nach 16 oder 15 Versuchen, was es gerade waren, äh, nicht bekommen. Wobei nochmal vier Freiversuche dazu kamen. Und, ähm, ja, also ich meine, es ist, glaube ich, schon mal relativ äh, cool hier zu sehen, dass ihr einfach euch was. Äh, dass ihr eine Meinung bilden könnt, wie viel das man hier ungefähr rausbekommt und was man rausbekommt und jetzt rechnen wir mal noch mal den CBT-Wert aus von den Items, wie viel das man rausbekommen haben und welches Item wie viel ist, was ein Niete ist, was ein gutes Item ist und so weiter. So, dann kommen wir zur Auflösung und zwar beziehungsweise zur Analyse. Ich habe das Ganze mal ein bisschen zusammengeschrieben. Also was eben rausgekommen ist, die ganzen Items, äh, die Anzahl. Dann die errechnete Chance. Allerdings, Achtung, die errechnete Chance ist natürlich jetzt nicht repräsentativ. Es sind natürlich nur, es in Anführungsstrichen, es waren jetzt äh, 44 äh, Boxen. Oder? Ja, 44 Boxen. Und ähm, das ist natürlich jetzt nicht wirklich komplett repräsentativ. Also, ich kann euch mal sagen, normalerweise sollten die Chancen nicht so weit auseinander liegen. Also sind normalerweise näher zusammen. Also ich glaube. Ja. Auf alle Fälle um einiges näher zusammen. Genau, dann habe ich auf alle Fälle nochmal den Wert hier der einzelnen Items, damit man eben sehen kann, was ist die Niete, was ist das beste Item. Äh, den Gesamtwert der, also quasi hier ja 11 mal die Scroll, mal 60 sind äh, 66. Und da oben habe ich dann noch das Ganze äh, zusammengerechnet. Quasi einfach summiert. Und genau, äh, benötigte Boxen pro Pet habe ich ausgerechnet und so weiter. Aber jetzt schauen wir erstmal auf das, auf das Eigentliche. Genau, ähm, dieses Ding haben wir 11 mal bekommen. 60 CBT dachte ich mir am Anfang, okay, das Ding, also ich wusste nicht, dass es 60 CBT wert ist, aber am Anfang dachte ich mir, okay, wahrscheinlich eher so ein bisschen ähm, die Niete. Aber, wie gesagt, 60 CBT ist ganz gut eigentlich, das wären theoretisch. Äh, oh Gott, wie viel sind denn das? Ein CBT, ein äh, Perin, weiß ich jetzt nicht genau auswendig. Wie viel kostet 1, äh, nee, 2, 2, 250 oder so kostet, glaube ich, äh, kosten 10 CWT in Perin. Ja. Also, ist natürlich jetzt auch nicht unglaublich krass, aber ist einer, der, ist im Mittelfeld. Reload Dice 30, ist es nicht sehr gut. Pet Ampli 35 ist es auch nicht, ist, ja, eigentlich eher das untere Ding. Superior call, dachte ich am Anfang voll geil, Hat allerdings auch Merkt, okay, die Dinge sind eigentlich nur 18 CBT wert. Ähm, AFK Collector sind die besten Items. Äh, vier Stück haben wir bekommen mit 90 CBT Wert. Ähm, bedenkt, ihr zahlt pro Box 80, also alles über 80 ist quasi mehr, als ihr äh, ausgegeben habt. Dann 5x Armplease haben einen Wert von 85 CBT, wobei man dazu sagen muss, die kann man auch erwarten. Random Anarchy Buff ist natürlich ein bisschen schwer, äh, rauszufinden, was da wirklich gut ist und was nicht, weil da können nicht auch ein paar Sachen drin sein, die man sonst nur farmen kann. Also dieser PV äh, diese 5% PVE-Anarchie-Buff, die 7% Angel-Drop-Buff und die 5% HP. Das kannst du ja eben nicht kaufen, sondern nur erfarmen. Deswegen jetzt in den durchschnittlichen CBT-Werte auszureden, ist ganz, ganz schwer. Ich habe da einfach mal 80 genommen, ähm, vielleicht ist es auch 60 oder 70, keine Ahnung. Genau, wenn wir das Ganze zusammenrechnen, haben wir aktuell einen Wert von 2, äh, 2220, bei Ausgeben 3680, was natürlich jetzt erstmal weniger erscheint, aber wir haben natürlich noch das Mount. Und die große Frage über Mount ist natürlich jetzt, wie viel oder was für einen Wert kann man hier wirklich bestimmen? Ich habe mal ausgerechnet, man braucht im Durchschnitt bei 9% 11 Boxen. Eine Box kostet 80 CBT, das wird dann bedeuten, 880 CBT wird man. Äh, brauchen um ein Pad zu bekommen, also ein Mount oder ein äh, ja, Mount. Ähm, okay, natürlich muss man dazu sagen, so kann man natürlich jetzt nicht rechnen, wir können keine 88 reinschreiben, weil wir bekommen natürlich noch die ganzen anderen Sachen und so viel ist das Ding auch nicht wert. Deswegen habe ich mir ein bisschen drüber gemacht. Äh, man braucht 11, also 11 Boxen, nur ein bisschen mal zum Aufschlüsseln: 11 Boxen mal 25 Perien pro 100 CBT. Würde bedeuten, wenn man nur diese 11 Boxen kauft und nur dieses Pad will, will man im Durchschnitt nach dieser Rechnung 220 Pärin ausgeben. <laughs> Damit zerstöre ich jetzt schon mal die Träume von den Leuten, die das aktuell für 500 Period drin haben. Also 220 Pering ist das aller, aller, allerhöchste, was dieses Ding überhaupt wert sein kann. Okay. Dann habe ich mir nur Gedanken darüber gemacht. Das ist nicht realistisch. Also, wer das für 220 wirklich verkaufen kann, der kriegt die ganzen, an, äh, die ganzen anderen Items einfach on top umsonst drauf. Ich habe mir gedacht, was ist ein realistischer Wert von dem Ding? Ich habe überlegt, 54 CBT, denke ich mal, wäre wahrscheinlich ein realistischer Wert. Und das Ganze dann mal 25 für den CBT-Kurs. Ups, das wollte ich nicht. Ja, komm. So. Ähm, Würde dann theoretisch schon 112,5 äh, Perin betragen. Äh, wie gesagt, das ist wirklich auch nur so ein ganz, ganz, ganz grob geschätzter Wert, wo ich jetzt mir so denke, okay, so viel könnte das Ding wert sein. Muss nicht sein, kann sein. Ich weiß, es gibt natürlich noch andere Mounts, die kosten nur 150 CBT. Allerdings gibt es auch Mounts, die kosten 10 Millionen beim Pad-Timer. Pad -Timer. Ähm, und deswegen... Ja, 112, also 450 CBT, denke ich jetzt mal, zumindest ist eventuell realistisch. Okay, tragen wir 450 ein. Dann kommen wir auf einen Gesamtwert von 4020 CBT mit Mount. Nach der Rechnung dann kann man sagen, okay, man bekommt mehr als man zahlt. Ähm, wenn dieses Ding 54 Wert ist. Wie gesagt, ich denke mal für 112 kann man es aktuell sogar ziemlich gut verkaufen. Vielleicht kann man sogar 450 verkaufen, dann wäre das halt irgendein Wert von äh, 500, knapp unter 550. Dann, dann wären wir bei 4,4k Wert. Ähm, allerdings muss man auch bedenken, andere Sachen hier zum Beispiel können auch weniger Wert sein, wie beispielsweise das Ampli. Und ähm, ja, lässt sich jetzt schwer bestimmen. Ja, ähm, wie gesagt, ich denke mal 4020 <laughs> äh, ist ein realistischer Wert. Und ihr bekommt auf alle Fälle eure cw wieder raus, der ihr ausgibt. Und äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Von dem her kann ich sagen, die Boxen fühlen sich echt fern. Und es gibt keinen Müll drin wie Lakotten oder äh, keine Ahnung, 50 CW-Chips oder irgendwie sowas in der Art oder irgendwelche Tränke. Äh, Finde ich persönlich ganz nice. Ja, genau. Also das ist mal so mein äh, meine Analyse dazu. Falls euch das gefallen hat, schreibt es mir gerne Kommentare. Ich kann das Ganze eventuell auch mal öfter machen. Vielleicht. Was gibt es sonst noch für Boxen? Vielleicht. Naja. Vielleicht könnte man das Ganze auch so machen, dass man das irgendwie erstmal in, mit den Ingame-Boxen machen ähm, Also die man farmen kann. Zum Beispiel mal 10.000 CWC-Boxen. Äh, also Glockbox-Chips-Boxen äh, äh, zu farmen. Und da einfach mal so ein Opening zu machen und halt einfach mal schauen, was kommt da raus. Und ja. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, schreibt mir gerne eure Meinung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.